Hallöchen. So, ihr seht schon, ich habe mir was geleistet. Ein Brasa-Laserdrucker. HL 2035. Ich habe ihn noch nicht angehabt. Ich habe ihn gekauft für mit Versand zusammen 25 Euro. Soll irgendwie Ausdruck schmieren oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich denke mal nur reinigen. Ansonsten Ersatzteile kriege ich relativ günstig für den. Hat auch einen Hintergrund, warum ich den gekauft habe. Da komme ich aber mal später zu. Jetzt will ich nur mal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Also werde ich ihn jetzt mal gleich anschließen. Ich habe es noch nicht gemacht und mal einen Ausdruck machen und dann mal schauen, wie das Druckbild aussieht. So, ich habe erstmal Papier reingehauen. Strom reingesteckt und jetzt mache ich den mal an. Ah ja, typisch Lüfter. Toner. Okay, Toner blinkt. Ja, den kriege ich für 20 Euro kriege ich neu. Das ist nicht so schlimm. So, dann war das. Der hat auch eine interne Testdruck. Den halten und anschalten. Ich lege euch mal kurz beiseite. Sollte jetzt theoretisch so kommen. Theoretisch. Okay. Ah, jetzt läuft er noch mal an. Okay, ja, das sieht nach einer verdreckten OPC-Trommel aus. Testprint. Das sieht nicht hübsch aus, ja. Dann werden wir ihn mal reinigen. Zum Reinigen eigentlich relativ einfach. Da ist einmal hier eine Klappe, die kann man aufmachen und dann kann man hier den Toner und die Trommel rausholen. Das ist eine ganze Einheit und da drinne werdet ihr nichts sehen. Da ist oben noch ein Schlitz, da kommt der Laser raus. Den muss ich auch noch einmal sauber machen. Und dann war es das. Und hier unten einmal, glaube ich, auch mal kurz mit einem feuchten Tuch auswischen. Das ist nicht so schlimm. Aber hier ist die Toner-Trommeleinheit. Oh, da ist auch hier Dings, bisschen Verpackungsmaterial drauf. Der, ja, er heißt so, Corona-Draht ist hier auch hinten dran, ne? Den kann man auch reinigen. Ich werde das mal hier gleich auf den Tisch packen und dann mal die Kamera draufhalten, wie ich den reinige. So, nun habe ich das Ding hier liegen. Ich habe auch schon Handschuhe angezogen, weil das nicht so hübsch, das Zeug. Dann kann man hier einen Hebel drücken. Und dann kann man den Toner rausnehmen. Die Tonerkassette, die war, ich weiß auch nicht, warum hier jetzt auch ein Ausbruch dran ist. Ist eigentlich nicht normal. Aber man kann sie einmal hin und her schütteln. Toner verteilen. Und ja, ich sehe schon die Trommel. Oha, die sieht auch nicht mehr so toll aus. Bloß das Zeug ist so schön an den Finger. Seht ihr das? Da ist die Trommel. Dann kann man hier auch irgendwo am Zahnrad drehen. Da. Kein Wunder, dass die Schlieren zieht. Das gute alte Toilettenpapier, Isopropanol. Ja, ich weiß. Gibt bestimmt wieder einige da draußen, die meinen, so macht man das nicht. Aber Leute, ich habe das immer schon so gemacht, auch damals. Und es hat immer funktioniert.
sogar noch eine Originalbildtrommel. Von Brasser. Die kostet gleich mal runde 90 Euro. Oh, was da für ein Scheiß rauskommt. Aber ich kriege sie günstiger für 25. Nachbau ist genauso gut. Hier am Ende sind Zahnräder, kann man die Trommel mit drehen. Und einmal schön reinigen. Normalerweise soll man das so nicht machen. Sondern wenn da nur Stellen sind mit einem Q-Tip, wenn man jetzt zum Beispiel Etiketten gedruckt hat, dass man die Klebestellen, die sich da abdrücken, dann damit entfernt. Aber das geht auch so. Trommel da unten, die ist auch dreckig. Also ich habe das immer so gemacht, das hat immer funktioniert. Einmal hier auch ganz schön. Ja. Oh mein Gott. Normalerweise müsste ich sie jetzt auseinandernehmen, weil allein da schon Dreck kommt. Und nicht gerade wenig, da kommen richtige Fusseln raus. Aber die kriegt man schlecht auseinander. Das ist nämlich zusammengeschweißt. Geklemmt und alles. Das dauert halt eine Weile. Ich mache das mal hier fertig. Und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, wie ihr seht, ich habe es eigentlich ungern gemacht, aber ich habe nochmal die Trommel komplett rausgenommen. Das ist ein ganzes Teil. Jetzt musste ich hier das einmal aushängen. Da habe ich hier hinten den kleinen Sprengring und die kleine Klammer. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Stahlwelle hier wieder durchkrieg. Irgendwie habe ich mir die hier rausgezogen. Jetzt. So, da ist sie wieder durch. Weil es gibt hier so eine Reinigungsbürste. Und da hängt der ganze Schmodder dran. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich versuche mal drauf zu zoomen. Hier. Das ist eine Bürste. Und da hängt der ganze Schmodder dran. Die muss man auch reinigen. Das ist einfach zu viel. Das staubt wie Sau. Das ist auch nicht so schön. Eigentlich müsste ich mir jetzt hier eine echte FFP2-Maske anziehen, um das zu machen. Ich werde gleich mal gucken. Ja, die kann auch gleich mal raus. Dass ich das hier mit dem Staubsauger wegkriege. Dann komm gleich ran, ganz raus. Oder auch nicht. Du bist da eingehakt. So. Also man kriegt sowas sauber, man muss bloß wissen wie. Und deswegen habe ich mir auch Handschuhe angezogen. Also ich hole jetzt erstmal einen Staubsauger und mache das hier erstmal wieder sauber. Und dann
Wenn ich soweit bin, werde ich mich dann nochmal melden. So, mach mal den hier wieder weg. Jetzt habe ich sie wieder zusammen. Jetzt habe ich sie auch wieder gereinigt. Einmal mit dem Staubsauger alles abgesaugt und so weiter. Und dann werden wir das gleich mal ausprobieren. Noch einmal kurz im Drucker den Schacht für den Laser auch mal einmal sauber machen. Und dann nochmal einen Testdruck machen. Und dann werden wir ja sehen. So, Toner wieder rein. Ich glaube, das ist aber nicht original Brasse. Das ist, glaube ich, schon Nachbau. Dann gibt es den Corona-Draht. Den kann man auch einmal reinigen. Macht man hier ein paar Mal hin und her mit diesem Schieber. Und dann ist das wieder okay. Das ist wegen der Hochspannung. Da ist Hochspannung drin. Das wird ja elektrostatisch aufgeladen. Das Papier, die Trommel und. Sonst wird das gar nicht funktionieren. So, dann werde ich nochmal den Tisch wieder reinigen und den Drucker auch einmal kurz abwischen und wieder auf den Tisch stellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er versucht zu drucken. So, jetzt habe ich hier nochmal wieder Strom dran. Ne? Schalte ich mal ein. Mal gucken. Was er sagt. Ja, Tone ist okay. Ist nicht so schlimm. Gut. Einmal wieder aus. Drücken. Halten. Und dann sollte er auch gleich wieder anfangen, den Testdruck zu machen. Dann will ich mal am PC ranstecken. Und da mal einen Testdruck mitmachen. Naja, ja gut, vom Toner her ist er jetzt ein bisschen schwach, wenn man da sieht, ein bisschen schwach, da, aber das ist nicht so schlimm, neuer Toner, 20 Euro kann ich mir immer noch besorgen. Von den Streifen her ist es ein riesiger Unterschied. So, werde ich den mal schnell am Drucker installieren und dann schauen wir mal, was da kommt. So, nun habe ich ihn im Drucker im PC installiert und jetzt drucke ich mal eine Testseite. Ich habe ja schon mal die Auflösung auf Grafik gestellt und die DPI auf 1200, also das Beste, was er kann. Testseite drucken. Und das ist Windows 10, ist kompatibel. Das ist jetzt das war keine normale Druckerseite. Was ist das denn? Wie war das? Er druckt die so rum, ne? Nochmal, Testseite drucken.
Irgendwas stimmt da jetzt ganz und gar nicht. Aber das ist doch keine normale, ist das eine Windows 10 Druckerseite? Testseite? Hochformat, Qualität? Erweitert? Ein Exemplar. Und dann muss das doch so rum da rein. Das ist doch keine normale, keine Standard Windows Testseite. Eine Standard-Windows-Testseite. Ich guck mal gleich was. Ich versuche mal Windows 7. Mache ich dann mit Dings. Es ist USB, aber das ist doch jetzt nicht normal. Ja, melde ich mich gleich wieder. So, jetzt mit Windows 7 geht es. Irgendwas hat Windows 10 für Probleme. Printer-Test-Page sieht man, also Browser, bla bla bla, Windows 64, also ist Windows 7. Aber es ist doch noch ein bisschen schmuddelig, das Blatt. Das macht aber nichts, das ist okay so. Das ist dann nur noch reinigen. Ja, Error, ich weiß. Da kann man noch mal kurz hier. Einmal tun. Ja. Und ich kann noch mal eine reinlegen. Oder ich kann nochmal die manuelle Zuführung benutzen. Ja, und mal eine Test-Print-Page. Könnt ihr das auch gleich mal sehen. Ja, auf der Seite. Also es sieht relativ gut aus. Ich kann noch mal ein neues Blatt nehmen. Ein kennt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so direkt. Das ist Endlospapier. Das ist relativ dünnes Papier.
Oh, komm mal her hier. Ach, ist nicht so schlimm. Oh, mache ich nochmal eine Testseite. Ah, ist jetzt ein bisschen schief. Guck ich. Ja, das kann man nicht so genau sehen. Aber ich sehe es. Es ist hier. Ja. Ein Negativabdruck drauf. Ja, die Trommel hat schon ein wenig gelitten, macht aber nichts. Aber es druckt, das ist okay. Wofür ich den nachher brauche, werde ich dann später drauf zukommen. Der mein Sofa weiß schon, wofür ich den brauche. Aber ich habe jetzt wenigstens einen Laserdrucker. Wenn ich da mal was drucken muss, dann habe ich wenigstens was zum Drucken. Weil bei Tinte, da überlegt man sich das 10-mal, ob man druckt oder nicht. Aber es funktioniert. Warum das hier bei Windows 10 so komisch rauskommt, ich weiß es nicht. Ich kann ja nachher gleich mal, aber ich kann ich auch gleich mal probieren. Soll ich noch eins mit zwei Seiten? Ja. Einmal probieren, irgendwie eine PDF auszudrucken. Da kann ich auch die nehmen, wofür ich den Drucker genommen benutzt habe. Gekauft hat. Und zwar bei Windows 10, da mache ich dich mal hier raus. Da Windows 7 Shutdown. Dann kann ich bei Windows 10 schon mal gucken. Dokumente. Die. Drucken, Dings, 1, 1, 1, weitere Einstellungen, Seiten pro Blatt, DPI 1006, okay, noch mal gucken, ob er das hinkriegt, kann ich das jetzt gleich mal ausprobieren. Ah, steht noch auf dickes Papier. Jetzt brennt er das so richtig schön ins Papier rein. Er hat aber auch nichts gedruckt. Er hat nichts gedruckt. Hm. Er hat nichts gedruckt. Hä? Ich habe auf der Brother-Seite geschaut. Der Windows Built-in-Treiber, der soll funktionieren. So, er meint nochmal was anderes. Geh nochmal auf Drucken. Weitere Einstellungen. Einstellungen, Hochformat, Papierqualität. Dünnes Papier, erweitert. Text? Nee. General? Normal? Das kann man an, das kann... Toner Safe kann aus, Use Preprint. Ja, mach mal so. Layout, okay. Oh, mal irgendein Dings. Okay. Und drucken.
Der druckt nichts. Hä? Ich weiß nicht, also mit Windows 10 verstehe ich nicht. Tut er nicht. Auf der anderen Seite ist es auch nicht drauf. Ist auch nicht drauf. Es ist eigenartig. Ja, ich gucke mir das mal an, warum das bei Windows 10 nicht geht. Weil das Papier wird jetzt immer dunkler, ist egal. Gut, aber mit Windows 7 haut es ja hin. Das reicht mir auch. Ist ja nicht so schlimm. Und dann gucke ich mal, dass ich den neuen Toner und neue Trommel kriege. Ist ja nicht so teuer, das Zeug. Das ist dann insgesamt 45 Euro. Und dann ist der Drucker in dem Sinne erstmal wieder für einige Jahre druckbar. Oder benutzbar, besser gesagt. Gut, dann danke fürs Zugucken. Da kommt wahrscheinlich demnächst noch ein Video, wozu ich den Drucker nämlich auch noch brauche. Da kommt noch ein Teil dazu, ein extra Teil. Gut, dann tschüssi.